Nach diesem Video wirst du keine Frage mehr zum Thema E-Mail Automation haben. Hi, Carlo hier, dein Digitalexperte. Wie schon gerade gesagt, geht es in dem Video darum, dass wir gleich hier am Computer uns anschauen, was E-Mail Automation ist. Ich werde dir meine Erfahrung mitgeben, ich werde dir erklären, wie funktioniert das, auf was muss ich achten, was ist wichtig, was ist vielleicht nicht wichtig. Und dieses Video ist Teil einer Playlist, der Online-Marketing-Strategie-Playlist. Das heißt, ich erkläre einmal Online-Marketing-Strategie von A bis Z. Wenn du gleich Fragen hast, dann pausier das Video, schreib unten in die Kommentare einfach den Zeitstempel und deine Frage. Ich beantworte alle Fragen. Und vielleicht für dich noch ein wichtiger Hinweis. Das, was wir uns jetzt angucken, das sind Folien aus einem Workshop. Das heißt, wenn ich eine Online-Marketing-Strategie mit einem Kunden erstelle, dann gibt es dort auch teils Workshops. Es sind jetzt nicht alle Folien, ja, das wäre ja unfair gegenüber denen, die das mit mir machen. Ich habe die wichtigsten drin gelassen und legen wir los. Also, E-Mail-Automation. Legen wir mal los. Vielleicht am Anfang erstmal generell, was ist E-Mail-Automation? Ja, viele verstehen das nicht, das können ganz einfache Sachen sein. Generell ist es halt so, die E-Mails werden automatisch verschickt. Also damit meine ich nicht, naja, natürlich werden die automatisch verschickt, ich klicke ja irgendwann auf Verschicken und dann macht das System das für mich, sondern die werden an gewisse Ereignisse gebunden und dadurch kann man beispielsweise eine Sequenz von E-Mails automatisch verschicken. Das könnte zum Beispiel sein, immer wenn ein User in der E-Mail-Liste Geburtstag hat, dann kriegt er automatisch eine E-Mail, ja, eine Geburtstags-E-Mail. Und der Vorteil ist halt, dass wir das einmalig aufsetzen, ja. Und wenn man E-Mail-Automation sehr, sehr gut macht, dann kann man letztendlich auch noch die E-Mails personalisieren und an den Empfänger direkt anpassen, je nachdem, wie viel Information man darüber hat. Die Vorteile sind einmal die Personalisierung, ja, das hatte ich ja gerade schon erklärt. Dann gibt es die Skalierbarkeit, das heißt, wenn ich einmal den Prozess aufgesetzt habe, kann ich halt super viele E-Mail-Adressen einsammeln bzw. verschicken, ohne dass ich danach noch viel Arbeit habe. Das ist so eine Kernstärke. Die Messbarkeit, wenn ich es richtig mache. Dafür habe ich beispielsweise schon mal eine Videoserie gemacht zum Thema Google Analytics. Ja, wie messe ich gewisse Sachen auf der Webseite? Es gibt natürlich auch innerhalb der einzelnen Webseiten, innerhalb der einzelnen E-Mail-Marketing-Tools, Tracking-Möglichkeiten. Ja, also es gibt auch Tracking-Pixel für E-Mail-Marketing-Tools. Dann natürlich diese Automation, diese E-Mail-Automation erspart einem extrem viel Zeit. Das hängt dann so ein bisschen natürlich mit der Skalierbarkeit zusammen. Ja, ist oft nochmal ein Zeitsparfaktor. Und ganz, ganz spannend ist natürlich, wenn ich das mit verschiedenen Tools integriere, zum Beispiel Zapier, da werde ich vielleicht auch mal ein Video zu machen, dann kann ich natürlich mehrere Kaskaden von verschiedenen Ereignissen in Gang setzen. Das könnte zum Beispiel sein, ein User hat Geburtstag und ich erstelle automatisch einen Code im Shop, einen Geburtstagsgutscheincode. Dieser Code wird automatisch dann per E-Mail verschickt. So, fangen wir mal an. Ein Klassiker ist der Autoresponder. Das heißt, so wie wir das hier sehen, ja, es wird ein neuer Kontakt generiert und der kriegt dann eine E-Mail am Anfang als Feedback, als Bestätigung und dann verschiedene E-Mails nacheinander. Ja, das kann ich halt, das kann ich bis in die Ewigkeit machen. Dann kann ich das Ganze auch an ein Datum binden. Das wäre zum Beispiel das Geburtsdatum. Das kann auch sein, dass ich das Anmeldedatum nehme. Oder ich nehme irgendein anderes Datum, was ganz wichtig ist. Zum Beispiel das Kaufdatum. Ich kann E-Mail Automation aber auch triggerbasiert erstellen. Ja, das heißt zum Beispiel, so wie wir das hier sehen, es kommt ein neuer Kontakt, der kriegt erstmal die Welcome-E-Mail. Ja, also hallo, danke, dass du dich angemeldet hast, hat alles geklappt, beziehungsweise die Opt-in-E-Mail hier nochmal klicken, dass du auch wirklich eine E-Mail bekommen sollst. Und dann könnten wir sagen, je nachdem, was der User macht, soll er beispielsweise die roten E-Mails bekommen oder soll er die blauen E-Mails bekommen oder halt die braunen E-Mails bekommen. Das heißt, wir können hier letztendlich angepasst an das Userverhalten verschiedene E-Mail-Sequenzen schicken. Ja, das heißt, es kommt ein neuer Kontakt und in der ersten E-Mail wird gefragt, interessierst du dich für, Männerklamotten, interessierst du dich für Frauenklamotten oder interessierst du dich für Kinderklamotten?
Das könnte man machen. Und je nachdem, was ausgewählt ist, kriegt der User dann natürlich eine andere E-Mail-Strecke. Ja, bei den Kindern Kleidung, und kriegt er halt Informationen, was im Winter dann beispielsweise interessant ist und so weiter. Bei den Herrenklamotten, naja, halt wie die Kerle halt sind, irgendwas Funktionales. Und die Frauen kriegen jeden Tag die neuesten Trends der größten Stars. Keine Ahnung, ist ein bisschen übertrieben gesagt. Dann kann ich das natürlich auch taggen. Das heißt, ich schaue einfach, wie verhält sich ein User innerhalb meiner E-Mail-Serie. Wir haben jetzt hier das Beispiel, wir haben einen neuen Kontakt, der kriegt erstmal die E-Mail 1. Dann kriegt er irgendwann die E-Mail 2. Wenn er in der E-Mail 2 geklickt hat, dann landet er, weil er ein Tag bekommen hat, dann landet er in der Reihe der dunkelbraunen E-Mail-Liste. Ja? Wenn er nicht geklickt hat, dann kriegt er E-Mail 3, ganz normal, und dann geht die Serie weiter oder ich leite ihn dann wieder, weil er einen anderen Tag kriegt, wieder vorne auf die E-Mail 1 zurück. Bedeutet also für uns, wir können je nach Userverhalten innerhalb der einzelnen E-Mails die Kontakte auch mit Tags versehen und durch diese getaggten Kontakte unsere E-Mail-Automation anpassen. Das ist natürlich am Anfang erstmal ein bisschen schwierig zu greifen, führt aber dazu, dass beispielsweise ein User, der in der zweiten E-Mail einen Gutscheincode bekommen hat und dort geklickt hat, in eine andere Liste geführt wird als ein User, der nicht auf den Link geklickt hat. Und dann könnte man noch einen dritten Tag setzen, und zwar User, die auf den Link geklickt haben und danach gekauft haben. Dann haben wir drei Usergruppen. Einmal die vielleicht nicht auf Gutscheincodes reagieren, die andere Gruppe, die definitiv auf Gutscheincodes gut reagieren, und wir haben noch eine dritte Gruppe, und zwar die Gruppe, die zwar den Gutschein interessant fand, aber nicht gekauft hat. Nun können wir das Ganze noch, wie ich vorhin schon gesagt habe, weiter aufteilen. Ja? Wir können also auch mit Marketing Pixel, also ein Tool, was mir da gerade einfällt, ist Imazes. Ich kann mit Imazes Pixel setzen auf der Seite und dann den Kontakten, wenn es dort ein Match gibt, die Tags zuweisen, entsprechend der Aktion auf der Webseite. Deswegen ist Tracking wichtig. Ich habe für das Thema Tracking einen kostenlosen Kurs online gestellt hier auf YouTube. Der bezieht sich auf den Google Tag Manager und Analytics. Also wenn dich das irgendwie interessiert, dann empfehle ich dir, dort gern nochmal reinzuschauen. Und je nach Aktion auf der Webseite kann ich dann auch verschiedene E-Mails schicken. Wir könnten als Beispiel uns vorstellen, ein User geht auf die Webseite, zum Beispiel der dann auch gekauft hat, und der kriegt je nach Aktion auf der Webseite unterschiedliche Tags. Ja, also im Warenkorb kriegt er einen anderen Tag, als wenn er im Checkout war. Und so könnte ich beispielsweise die User unterscheiden, die zwar auf den Link geklickt haben auf der Webseite und dann aber im Warenkorb nicht weiter den Checkout gemacht haben, kriegen die entsprechend eine andere E-Mail-Sequenz im Nachgang. Das gleiche könnte ich nehmen, wenn ich Leads generiere oder Kontaktanfragen generiere und ich zeige in einer E-Mail eine neue Case Study von einem tollen Kunden, und diese Case Study wird nicht heruntergeladen. Ja, ich sehe das, der guckt sich zwar die Vorschau an, aber er lädt sie nicht runter, und dann kann ich halt, wie gesagt, mit einer weiteren Sequenz, die ich schon vorbereitet habe, hey, keine Ahnung, Sie haben sich ja für unsere Case Study interessiert, aber wollten Sie sich nicht anschauen, interessieren Sie sich eher für andere Themen. Also solche Sachen kann ich machen. Das heißt insgesamt, ich brauche eine große Vorbereitung, kann dann aber durch die Automatisierung sehr, sehr viel Zeit sparen. Ja, das heißt, ich brauche dann später mir darüber keine Sorgen mehr machen. Hier auch nochmal ein Beispiel. Ich kann das natürlich auch wenn-dann koppeln. Ja, Kontakt war auf der Seite. War der Kontakt auf dieser Seite? Ja, also der hat gekauft. Ja. Wenn ja, dann soll er keine E-Mail mehr bekommen. Wenn nein, dann soll er noch eine E-Mail bekommen. Sprich, wir haben ihm einen Gutschein geschickt und er war auf der Warenkorbseite, hat dann aber nicht gekauft. Dann kriegt er nochmal eine Erinnerung. Hey, du warst im Warenkorb, du hast nicht gekauft. Schau mal hier, wir reservieren die Produkte. Ja. Also ist jetzt wie gesagt für E-Commerce, aber das ist unabhängig von E-Commerce, das kann man an ganz vielen Stellen machen. Ich habe schon ein Video zum Thema Leads gemacht, das findest du hier in dieser Playlist, der Online-Marketing-Strategie-Playlist. Schau sie dir auf jeden Fall an. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, und zwar gibt es auch Lead-Scoring. Wie ich da schon erklärt habe, gibt es ja kalte und warme Leads. Und ich kann Usern bzw. Leads, also Kontakten, gewisse Punkte geben, je nachdem, was für eine Aktion sie gemacht haben. Jetzt hier bei YouTube könnte ich beispielsweise sagen,
du hast dieses Video geguckt, du kriegst 3 Punkte und wenn du dann noch auf meiner Webseite warst, kriegst du nochmal 7 Punkte und allen Personen, die 10 Punkte insgesamt erreicht haben, mit denen telefoniere ich. Ja, oder mit denen weiß ich, die sind so interessiert an meinen Inhalten, dass ich mit denen zusammenarbeite. Das kann man sich so ganz einfach vorstellen. Oder wer 4 Videos geguckt hat, der hat auch über 10 und deswegen ist der interessant und mit dem arbeite ich dann zusammen. Das heißt, wir geben hier Punkte für jede Aktion und es gibt auch eine Einstufung nach Punktzahl. Und wie schon gesagt, je nachdem, was man macht, gibt es verschiedene Punkte. Also Video gucken, was heruntergeladen, irgendwo raufgeklickt, Kontaktformular abgeschickt und so weiter. So, jetzt nochmal kurz als Zusammenfassung, was sind die Erfolgsfaktoren? Ja, auf jeden Fall muss die Automation klar an die Branche angepasst werden und ich sollte sie auch von vorne bis hinten bedenken. Und ganz, ganz wichtig, ich muss regelmäßig kontrollieren, ob das so läuft, wie es laufen soll. Das heißt, wenn ich das einmal aufsetze und dann gar nichts mehr mache, ist das fatal. Nur weil es eine Automation ist, heißt es nicht, dass wir gar keine Arbeit mehr haben. Das ist der größte Fehler, den ich sehe bei Projekten, dass das einmal aufgesetzt wurde und dann gibt es so gewisse E-Mail-Strecken, da sind schon hunderte oder tausende E-Mails rausgeschickt und keiner hat diese E-Mail geöffnet, dann weiß ich, da ist irgendwas im Argen, da muss ich ran. Dann auf jeden Fall viel testen, ja, also welchen Inhalt schicke ich, wie häufig, den Zeitpunkt natürlich auch testen und wie immer, ich bin ein großer Fan oder ich sag mal, ich bete das immer, Tracking richtig einrichten und implementieren und dann halt, wie gesagt, auch auswerten. So, ich hoffe jetzt, dass dir dieses Video einiges beantworten konnte. Wenn dem nicht so ist, dann natürlich einfach in die Kommentare schreiben, das weißt du ja. Teil das Video gerne mit jemandem, von dem du glaubst, der könnte das gebrauchen, der hat hier eine Wissenslücke. Und sonst wünsche ich dir natürlich noch viel Spaß mit den weiteren Videos.